finde schon, dass das wie so ein modernes Fußballmärchen ist, was da in Darmstadt passiert ist. Das hat für mich auch überhaupt nichts damit zu tun, auf welchem Platz sie jetzt stehen, welche Punkte sie geholt haben. Aber der Weg von Darmstadt in die Bundesliga ist eigentlich ein Weg, den ich mir nicht mehr habe vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Und deswegen finde ich es auch so überragend und schön, dass das passiert ist, weil es einfach zeigt, dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, auch ohne das ganz große Geld, ohne diese Planung auf Bundesliga, auf einmal in der Bundesliga zu spielen. Und das, ich glaube, dass Darmstadt sicherlich ein Vorbild für viele typische Zweitligisten, eigentlich ist Darmstadt ja fast noch ein Gefühl der Drittligist, aber ein typisches Beispiel sein wird, wenn Mannschaften in eine Saison gehen und sich irgendwas vornehmen und dann werden viele, viele Trainer, viele, viele Manager sagen, ja, damals war das in Darmstadt so. Und ich glaube, wir waren ein ähnlicher Fall in 2004. Also wir haben gerade eben so ein bisschen darüber diskutiert. Ich kann mich erinnern, dass man damals darauf wetten konnte, dass Mainz 05 keinen Punkt holt. Also es gab es auch selten und ich glaube, ein ähnlicher Außenseiter vor der Runde war Darmstadt. Ob sie es immer noch sind, das ist ein ganz anderes Thema. Aber wir hatten damals nach 8 Spielen 15 Punkte, nach 7 Spielen 12 Punkte und Darmstadt ist ja auf einem ähnlichen Niveau.